Apropos, geheim ist es ja nicht. Es ist vor allem traurig, die Situation des EVL momentan. Aber Sie sagen, Sie haben absolute Neuigkeiten für uns. Ja, das war jetzt ein Zufall. Gestern Abend habe ich mit dem Gesellschafter, Hauptgesellschafter, mit Herrn Beck gesprochen. Und Herr Beck hat eine Patronatserklärung abgegeben, dass er weiterhin für die Sicherheit sorgt, dass die finanziellen Rahmenbedingungen geklärt sind. Und jetzt wollen wir hoffen, dass das Schiedsgericht so entscheidet, dass Landshut weiterhin in DL2 spielen kann. Oder wie gesagt, und was nicht sein sollte, dass wir unter Umständen dann auch die Konsequenzen tragen müssen und zurück in eine andere Liga gehen müssen. Das wollen wir auf alle Fälle nicht hoffen. Also die finanzielle Lage wäre somit geklärt. Für alles ist gebürgt. Jetzt muss die Entscheidung des Schiedsgerichts her. Und jetzt bleibt uns allen nichts übrig, als auf die Entscheidung des Gerichts zu warten.